Enthaupten ist halt wieder für die Waffen, dass die Gegner alle Köpfe, also eine höhere Chance haben, Köpfe droppen zu lassen, also ne, fallen zu lassen, wie auch immer. Bann ist, damit verursachst du mehr Schaden an untoten Gegnern, das heißt Zombies und Skelette und Wither-Skelette und alles, was untot ist. Dann gibt es da noch Gliederfüße, das ist dann halt für die Spinnen und ich glaube noch Feuer. Ja, ich glaube, da gab es noch irgendwas. Weil für Feuer, feurig. Genau, da und nekrotisch. Nekrotisch setzt du. Es gibt einen Effekt, der heißt nekrotisch. Und du kriegst einfach die ganze Zeit ein bisschen Schaden, so ein bisschen wie Gift. Und kriegst, glaube ich, ein bisschen Blindness. Also wirst ein bisschen blind, glaube ich. Oh, okay. Aber du musst halt aufpassen, du heilst damit Untote. Also es wäre cool, wenn das in Deutsch wäre, das Buch. Das wäre richtig cool. Aber ich muss sagen, man versteht es auch. Also ich verstehe das schon nicht so schlecht. Das eine oder andere musste dann halt mal einen Translator anwerfen, ne? Leo.org oder so. Genau. Rückstoß ist, glaube ich, ganz klar, was es ist. Nee, der stößt mich zurück. Nein, die Gegner weiter zurück. Genau. Ah, dass sie von der Schlucht fallen. Genau. Das nächste, was jetzt auch recht nett ist, wenn du ein sehr starkes Item hast, Seelengebunden. Das heißt, wenn du stirbst, kriegst du das Item nicht, kriegst es wieder. Also das bleibt mit dem Inventar so. Wobei wir ja Gravestone haben, ne? Ja, aber da kann es halt auch sein, wenn du zum Beispiel in der Lava stirbst oder so, ne, dass das dann halt nicht mehr. Ne? Nö, das war da. Ich bin ja in der Lava gestorben. Ja, der hat die Lava verdrängt und darum den Stein gemacht. Oben drüber war keine Lava, alles auf dem Grund war der Stein und der ganze Block war lavafrei. Okay, na dann. Nein. Höhe plus plus. Das ist jetzt, glaube ich, wieder für dich etwas sehr Interessantes. Du kannst nämlich auf die Werkzeuge, die Abbauwerkzeuge, kannst du mehr. Du kannst zum Beispiel mit dem Hammer kannst du ja 3x3 Felder abbauen. Du könntest jetzt hiermit sozusagen auch 4x4, 5x5, 6x6 abbauen. Mhm. Und das geht halt einmal in die Höhe und einmal in die Breite. Okay, das ist nicht so schlecht. Aber das würde ich jetzt eher auf den Hammer tun. Genau, aber ja. Wobei der Hammer, ich bin ehrlich, 3x3 ist so die Standardgröße, die du baust halt, ne? Obwohl, ja, nee, warte mal, wenn du Wände, wäre 5x5 perfekt. Ja, kannst du. Weil 3x3 Gang hat man und ja gut, das ist ja cool. Mhm. Und das kostet alles Level, wenn ich das mache, oder kann ich es immer machen? Nein, das kostet dich einfach nur einmal Modifikator auf dem Werkzeug und einmal die Sachen, die du reintust. Du siehst ja darunter, du siehst einmal das Werkzeug, wie das dir die ganze Zeit hin und her switcht und einmal darunter ist dann das, was du brauchst. Und das musst du halt suchen. Herstellen. Und dann musst du es herstellen, genau. Bitte, was ist sprengend? Ich wollte erstmal kurz reparieren, das Moss. Das kenne ich von früher noch. Das repariert genau, ganz langsam. Ja, das ist anders jetzt geworden. Ach so? Das ist anders geworden. Und zwar, du sammelst XP auf und diese XP wird dann umgewandelt in diese Haltbarkeit, dass du die wiederbekommst. Schade eigentlich. Aber es steht auch Slowly Drip. Okay, dann haben sie beides mit drin gelassen. Okay, weil ich wollte gerade sagen, weil. Okay, also, weil es gibt dieses Mending. Oh, das also von Minecraft her, Mending heißt die Verzauberung. Und das ist halt so, wenn du XP aufsammelst, werden deine Sachen dadurch repariert. Aber anscheinend haben die es so gemacht, dass es das ist und nochmal dazu, dass es zusätzlich über Zeit repariert. Weil ganz ehrlich, es würde sich für mein Werkzeug, was ich jetzt habe, für Sandabbau und alles, einmal Silk Touch, dass ich auch Eisblöcke und sowas mitnehmen kann. Mhm. Dann dieser Moos, dass ich es langsam repariert, weil 600 Blöcke, ganz ehrlich, machst du auch eine Pause. Naja, aber du hast ja, deswegen, entweder machst du das rein und also hast dann nur einen Modifier oder du machst halt unzerstörbar. Das ist jetzt halt aber, wie du es jetzt haben möchtest. Ja, aber dann kann ich ja noch ein bisschen weiter kombinieren. Dann könnte ich ja einen größeren Radius zum Beispiel noch reinmachen. Genau. Ne, das ist jetzt einfach dir überlassen, wie das halt dir gefällt. Ah. Sprengend weiß ich selber noch nicht, aber. Probiere ich aus. Da stellst du dich doch zur Verfügung. Aber ich sehe schon, es zerstört zwar die Blöcke ganz schnell, aber du verlierst die ganzen Items dadurch, die du jetzt abbaust. Ach so, ja, das ist Schrott. Ja. Leuchtend. Bläseleitung. Okay, also leuchtend ist halt einfach, dass einfach nur eine Lichtquelle gesetzt wird, alle paar Meter. Ob das jetzt eine Fackel ist oder irgendwie was anderes, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das noch nicht probiert. Aber du wirst sozusagen mit Licht versorgt.
Aber wenn das bleibt, ist das gar nicht so uncool. Ja. Aber wie das ist, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Aber da brauche ich ein Enderauge. Okay. Na, es ist aber auch nicht so schwer. So, dann haben wir noch dieses Schulkierend. Was? Schulkierend, das ist Schalk ist ein neues, ist ein neuer Gegner, den es gibt in Minecraft. Seine Eigenschaften ist, wenn du, der schießt dich ab und wenn du getroffen wirst, schwebst du nach oben die Luft. Cool. Und der macht, und dieser Effekt macht das gleiche halt auf die Gegner. Die werden nach oben und fallen runter. Und fallen runter und kriegen halt Fallschaden. Mhm, klebend, also nächste Seite ist natürlich, die werden halt verlangsamt, die Gegner. Mhm. Finz ist halt eher so für die Wurfsachen, Pfeile und Wurfsterne, wie du siehst. Die sind halt wasserresistent, sage ich jetzt mal. Ja, die fliegen halt durch Wasser normal weiter. Oh, cool. Dieses Ambustent weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, das sieht auch mega kompliziert aus. Ja, das müsste ich mal durchlesen, was es ist. Oh, okay, das ist auch recht cool. Direct. Also ja, ich gucke mir das auch gerade an. Das wird anscheinend, das ist so wie magnetisch wie bei Eisen, nur werden sie sofort zu dir teleportiert, die Sachen. Mhm. Into your inventory, ja. Ja. So, und danach kommt die Smeltery, die. Haben wir schon. Die müssen wir mal größer bauen bei uns. Smeltery, ne? Es gibt noch eine Smeltery, die lagert nur die Sachen ein, wie ich das so gesehen habe. Okay, aber das ist zu viel. Also auch für die Zuschauer natürlich irgendwann zu viel. Um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht gerade machen. Diese lagernde Schmelze habe ich auch noch nicht gemacht. Nee, auf jeden Fall danke für den Exkurs. Das kann man echt super nehmen. Haben wir die jetzt fertig? Ja. Das heißt, den Modifier mache ich dann an diesen Gusstisch immer, ne? Ja, du kannst sie auch bei mir machen, wenn du halt um die Ecke bist. Kannst du auch hier bei dem normalen Werkzeugtisch machen. Ach, hier geht das auch dann? Ja, ja. Okay, ja, super, cool. Dankeschön. Ja, ja. Ich wollte mal gucken, hat das noch die XPs? Ja, hat sogar noch. Ja. Cool. Magnetisch Level 2. Was? Pferdewurst? Okay, ich bin dabei. Ich gehe ja schon. Ich will mal was wissen. Alter, wie krass ist das? Wie schnell geht das? Schnell? Ja. Zeig mal. Ja, ich setze dir nochmal deine Blöcke wieder hier hin. Das geht ja schneller als mit Dings. Mit der normalen Schaufel. Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Schläge mehr als du. Das stimmt. Ja. Hier fehlt ein Block, glaube ich, oder? Ja, es macht nichts. Du musst es noch designen. Richtig. Ja, sehr cool, sehr cool. Das Einzige, was noch cool wäre, bevor wir, na, ich weiß, wir haben heute eine echt doofe Folge zum Zuschauen, es sei denn, man will das lernen. Aber eine Sache, Leuchtquellen. Ich würde gern Lampen unten hinmachen, also Leuchtblöcke oder so. Oder was ich unten dran batschen kann, dass es leuchtet. Ja, ich habe extra eine Mittelleiste gelassen. Wie hier zum Beispiel, guck mal hier. Du kannst doch das nehmen, dass das hier leuchtet zum Beispiel, dieser Block. Ja, die Sache ist, ich weiß es, ich denke, also es gibt die Möglichkeit mit Ender.io, ja, das weiß ich. Ender.io können wir momentan aber nicht machen, weil es ist einfach die Gerätschaft haben wir nicht und auch die ganze Sache. Ja, aber die Frage ist, warte mal, leuchtend. Es muss doch leuchtende Blöcke geben. Leuchtende Redstone-Lampe, ja. Achso, du willst einfach nur normale Lampen haben. Ich will, dass das leuchtet einfach, dass da eine Lichtquelle ist. Von mir aus kann das eine Lampe sein. Ne, es gibt halt die Redstone-Lampe, die ganz normale. Ja, die klassische, genau. Aber die kannst du auch für immer machen. Also die brauchen jetzt ja, das können wir machen. Machen wir Glowstone, wir haben kein Glowstone. Die Frage ist, aber da muss ich ja den ganzen Block austauschen. Kann man da unten was dran batschen einfach nur? Eine Fassade? Es gibt ja auch eine Fassade, habe ich gesehen. Ja, aber die haben die Eigenschaften nicht. Die haben ja nur eine Struktur. Genau, nur das Aussehen. Also es gibt es jetzt nicht sowas in 1.12 wie eine 1.7.10, wie wir das mit den Carpenters-Blöcken hatten. Man klatscht da einfach was unter drunter oder in den Block rein. Nein, ich glaube. Boah, das ist voll der coole Mod gewesen. Echt schade, dass sie den nicht weiterentwickelt haben. Ich bin gerade am Überlegen. Ja gut, zur Not mache ich halt dann mit Glowstone-Lampen. Also zur Not, ganz ehrlich, ercheate ich mir die auch. Das ist mir egal, weil das soll ja schon schön aussehen, ne? Aber mir fällt nichts ein. Ich glaube, ja, es gibt halt, wie gesagt, Lampen halt, die aber so wirklich Lampen?
Ja. Aber das sind ja Dekokraftlampen, das sind ja Schrottlampen. Was? Ich habe Lampen? Habe ich jetzt nicht geschaut. Ach so, na. Laterne oder so zum Beispiel. Nee, nicht Lantern. Also auf Englisch die Laterne. Lantern. Gibt es die paar. Also überzeugt mich alles noch nicht so. Ja, vielleicht gibt es dafür. Ich schau mal, was es da so gibt. Genau, da hast du mal eine Hausaufgabe. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Also, dass die Mitte quasi dieser Block, der genau über dir ist, der müsste irgendwie leuchten. Genau der. Okay. Ist hier beim Eingang. Das ist die Mitte auch. Und dann hat man hier eine Leuchtquelle. Und wenn das gut aussieht und funktioniert, kann man das auch unten benutzen. Weil das ist so das Einzige, was mir beim Bauen aufgefallen ist, was ich mir echt wünschen würde, wo ich keine Lösung gefunden habe. Also ich habe da auch geguckt, was wir so haben, aber ich habe da nichts gefunden. Ja. Aber jetzt bist du natürlich, sage ich mal, der Pro von uns beiden. Ich bin da jetzt ja nicht unbedingt der Minecraft-Experte oder annähernd sowas. Ja. Ansonsten müssten wir echt mal gucken, ja, Hashtag Community, ne, wenn ihr Bescheid wisst, gerne melden, auch wenn das Video dann schon vielleicht 4 Wochen alt knapp ist, weil wir ein bisschen voraus immer aufnehmen müssen. Kann es ja sein, dass wir keine Lösung haben, oder selbst wenn wir eine Lösung haben, kann eure Lösung ja sogar besser sein als das, was wir gefunden haben. Also ruhig mal posten, wenn ihr da irgendwas kennt, wie man schöne dekorative Lampen unter der Decke hat. Also jetzt natürlich keine Kronleuchter oder sowas. Das sieht in der U-Bahn dann doch nicht so aus. Ja. Ja, aber das ist so das Einzige. Ich könnte natürlich auch Lavasteine nehmen. Oh, also es gibt Tanks machen und da Lava reinmachen. Das würde ja auch noch gehen. Ich sehe gerade, es ist halt jetzt nicht so, wie du es gesagt hast. Es ist halt wieder von NIO, aber es ist etwas einfacher. Es sind Lampen, also so flache Lichterlampen. Aber wie auch immer wieder Glowstone. Light. Muss einfach nicht. Ach, nur Light, okay. Aber das, ja, aber gibt. Ja, ich hab schon hier. Oh ja, von Applied Energialistics gibt's da auch schöne bunte, aber die leuchten bestimmt nicht. Light Orange Block als Fassade. Wie gesagt, die Fassaden haben aber nicht die Eigenschaft. Das ist nur eine Fassade, das ist nur ein Block. Oh, schade. Ich habe gedacht, wir haben richtig bunte Lichter. Das wäre cool. Alter. Okay, ich gebe Light ein. Auf Seite welcher? 725? Seite 4. Ja, okay. 4 ist bei mir dann 8 oder so. Ach so. Warte. Light Blue Wall. Nein, du musst auf so eine Seite kommen, wo dann... Hier fangen Holzsachen an. Holz ist, eine Kiste müsste da in der Nähe sein. Ein bisschen Glas. Sofa. Glas. Wie heißt denn der Block? Ich habe hier Anti-Blöcke. Es ist Light einfach nur. Ja, okay, das ist... Leg mal ein Light in Klammern. Inverted. Ah ja, das geht. Light. Leertaste in Klammern. Inf. Ja, also, ja, genau. Electrolyte, Light versus Light. Genau, und das Light Inverted müssten wir haben. Okay, aber das sieht jetzt nicht schwer aus. Ein Redstone-Fackel. Glowstone. Naja, ah, Glowstone fehlt. Genau. Glowstone, Eisen und Glas. Deswegen würde ich mal sagen, zum Anschauen vielleicht mal kurz die Lampe geben? Ja, cheate mal, häng die mal hin, ich komm da mal hin nochmal. Ja. Sorry, liebe Community, aber wir müssen es probieren. Und dann müssen wir sagen, ich glaube, wir müssen doch an den Nether. Wir müssen ausgerüstet, bin ich ausgerüstet? Ich bin ausgerüstet. Ja, Eisen reicht. Und dann müssten wir in den Nether, ein Schwert bräuchte ich noch. Wobei, den Hammer kann ich auch als Waffe nutzen, oder? Es kommt halt auf den Angriff an. Ob der Angriff genug, stark genug ist oder... Also ich will kein Nether schon, aber kein... Also zu verteidigen könnte er reichen, ja, aber da könnte auch deine Breithacke reichen für... Ach so. Okay, dann muss ich da nochmal gucken. Geht auch, glaube ich, 7 Angriff oder so. Die macht mehr Schaden als ein Eisenschwert. 7 Angriff...
Oh, der hat nur 5 Angriff, ja. Das ist ja cool. So, ich komme mal vorbei. Hast du die Lampe hingehangen? Ja, ich würde mal sagen... Auch mach mal Nacht, zum bitte. Effekt, zum Wort Nacht machen, genau. Ja, das ist doch okay. Das ist voll okay. Die Dinger tue ich mir in U-Bahn hin. Okay. Lass das ruhig da, das ist egal. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, so ein bisschen Cheaten ist erlaubt. Es ist jetzt eine Starthilfe. Wenn wir Neta sind, holen wir uns natürlich die Rohstoffe, klar. Ja. Aber dass ich nicht vergesse, wie es heißt, weil die werde ich dann komplett in den ganzen Bahntunnel, weil sonst kommen da Zombies hin, ne? Und das ist Schrott. Ne, du hast die Fackeln überall gesetzt. Ja, die sollen ja weg. Ich will es ja schöner haben. Ja, das, ja, ja. Ja, ist aber schön. Also, sieht gut aus. Es fällt noch nicht mal so auf. Das ist schon echt gut. Ja, vielleicht werde ich mir die auch dann nehmen. Für zu Hause und so. Ja, ja. Komm, die kannst du sogar tatsächlich auch, glaube ich, senkrecht hin tun. Ich baue sie mal kurz ab. Ja, tatsächlich. Ich glaube sogar auf dem Boden auch noch. Was ist das für die? Ach so. Ja, du kannst, ja. Oh, cool. Ja, also das sind die Lichter. Aber wir müssen noch mehr suchen. Wir brauchen noch verschiedene auch. Das ist langweilig, wenn man nur eins hat. Also, liebe Community, wenn ihr noch Vorschläge habt, und Philipp und ich werden da auch mal gucken, ob es da noch mehr gibt, weil das ist schon cool. Und Philipp, ich weiß, du musst los. Ich weiß. Darum würde ich sagen, ausnahmsweise genießen wir die Nacht bei Philipp. Und ja, danke fürs Zugucken. War diesmal sehr, sehr informativ. Für alle, die es kennen, wahrscheinlich mega langweilig. Das, sorry. Aber erstens, ich muss es wirklich verinnerlichen. Es ist erst das zweite Mal, dass ich damit überhaupt arbeite. Und es gibt auch eine Menge Leute, die das einfach nicht kennen. Und wie gesagt, nächste Folge gehen wir entweder in den Neta oder machen unsere Höhlentour weiter. Genau. Okay, Philipp. Wir gehen in den Neta. Ja, aber da muss ich erst das Portal bauen. Ja, da musst du es bauen. Ja, aber das soll nicht in der Nähe sein. Ich will nicht mal... Wup, wup. Bei mir hin. Nein, du willst das auch nicht haben. Es gibt was. Es wird eine U-Bahn-Station dahin geben. Keine Sorge, ich habe das schon gewisse... Was machst du da unten? Philipp. Philipp? Das sieht komisch aus. Ciao. Macht's.